wo liegt denn Börsgard? Nun lade mal ein bisschen schneller, mein Jutta. Da liegt's ja. Dazwischen scheint auch noch eine Siedlung zu liegen. Na dann, weiter geht's. Wir machen noch einen Lagerstopp. Denk mal, einen Tag werden wir ja wohl rasten dürfen. Okay, oder zwei. Danke. So. Jemand bedient sich aus den Vorräten, erzählte eine besorgte Frau. Ich habe gestern selbst nachgesehen. Also es ist sicher, wenn das so weitergeht, hungern wir bald alle. Einige extra Wachen bei den Vorräten postieren. Um weiteren Diebstahl zu verhindern, platzierst du diskret einige vertrauenswürdige Wachen bei den Vorräten. Gelegentlich hörst du, dass die zusätzliche Arbeit erwähnt wird, aber niemand scheint ein echtes Problem daraus zu machen. Na, wie ist etwas? Als du dich gerade schlafen legen willst, zieht Ornith dich beiseite. Ich habe ein paar Sorgen, über die ich mit dir reden will, meint er. Unter vier Augen. Du siehst einen abgeschiedenen Ort zum Reden. Worüber denkst du nach? Wie gut kennt sie Leute, die mit uns reisen? Wie viele Fremde sind jetzt in der Karawane? Die Gruppe entscheidet nicht nur ich. Mach dir nichts vorrückt, du bist es überwiegend. Ich beobachte die Leute, seit ich zu euch gestoßen bin. Deine Gefährten aus Gokre sind loyal. Ich meine, es ist offensichtlich, dass sie sterben würden, um dich zu beschützen. Das würde ich wohl auch tun. Was ist mit den Wahl? Du kennst nicht mal die Hälfte dieser Krieger. Willst du mir erzählen, dass sie kein Problem damit haben, die Befehle eines Menschen zu befolgen? Nach allem, was in Einertoft passiert ist? Hey, sie sind freiwillig mit uns gekommen. Vielleicht stecken sie euch auch freiwillig ein Schwert zwischen die Rippen. Was geschieht, wenn die Wahl zum ersten Mal nicht tun wollen, was du ihnen sagst? Wenn Krummere es befehlen würde, bin ich sicher, dass mindestens die Hälfte ihm folgen würde. Seien wir ehrlich, sie können diese Karawane jederzeit gewaltsam übernehmen, wenn sie wollten. Ja, sie haben es nicht getan. Das heißt nichts. Sie sind nicht mal das größte Problem. Da ist ein Magier bei uns. Ein Magier, der Blitz aus dem Himmel holt und uns sagt, wo es lang geht. Ich persönlich war ja froh, als seine Mentorin in Siegräumen nicht aufgetaucht ist. Avent ist nur der Lehrling? Beim Abgrund, wozu ist dann seine Meisterin fähig? Überleg doch mal, Rogue. Was weißt du eigentlich über Awend? Ich habe gehört, er wurde halbtot mitten im Nirgendwo gefunden, als die Wüter begannen aufzutauchen. Dann erscheint in Einertoft eine riesige Schlange, die gerade die Welt in zwei gerissen hat. Und sie wirft einen Blick auf Awend und verschwindet. Plötzlich brauchen sie unsere Hilfe, nicht die des Magierrats. Was verdammt hat das wieder zu bedeuten? Vielleicht verzehrst du auch, was geschehen ist. Oder aber Awend. Ich bin dankbar, dass du uns so weit gebracht hast, Rogue. Aber es ist alles eine Frage des Vertrauens. Ich glaube, es ist Zeit, dass unsere Wege sich sozusagen trennen. Nimm's nicht persönlich. Plötzlich schnappst du nach Luft. Du siehst nach unten. Ornith hat dir ein Messer bis zum Heft in den Brustkorb gestoßen. So ein Arschloch. Dein Blick verschwimmt. Alles ist voller Blut. Du keuchst noch einmal. Ein Vogelruf ertönt. Das Lager gerät in Aufruhr. Ornefs Kämpfer aus Frostwelle springen hier hin und dort und unterstechen Leute. Solche Mistkerle. Als Ortlef sich umdreht, um auf die Männer zu schießen, durchbohrt Ornef sie im Vorbeilaufen. Er zieht die Klinge aus ihrem Rücken, ohne auch nur den Lauf zu verlangsamen. Sie fällt zu Boden wie ein Mehlsack. Als nächstes landet Ornefs Klinge in Egils Kehle, ehe der Junge sein Schild greifen kann. Ornef geht jetzt auf Alett los, die erstarrt ist vor namenloser Angst. Du kommst trotz deiner Schmerzen auf die Füße. Egil und Ortlef sind tot. Ich bezweifle das. Irgendwie findest du die Stärke, den nächsten Verräter in zwei zu schlagen, aber du schaffst es nicht zu schreien. Du hältst es für möglich, dass deine Lunge angestochen ist.
Mitten im Aufruhr packt Ornef Alette am Handgelenk, wirft ihren Bogen beiseite und zerrt sie in Richtung Wald. Ihr Blick findet über das Lager hinweg von den Deinen. Nein, siehst du ihren Mund formen. Hören kannst du sie nicht, zwischen euch taucht ein Dutzend Männer auf, als Iva in Sicht kommt, fürchterlicher als du ihn je gesehen hast. Okay, Eckel ist noch weiter auf unserer Seite, interessant. Dann mal los, holen wir uns alle zurück. So ein mieses Schwein. Tja, Ornef. Surprise, wir mögen keine Verräter. Warte, Ornef, du kriegst jetzt gewaltig was in die Fresse. Nein, angreifen bitte. Der Blitze wirst du dich mal stecken lassen, Avent. Violett ist was passiert. Wo ist Alette? Brüllt Iva, während er den nächsten Banditen zerschmettert. Du schleppst dich bereits an der Stelle, wo sie verschwunden sind, in den Wald und ignorierst den Kampf hinter dir. In einem Nebel von Schmerz befürchtest du, dass du ihrer Spur schon verloren hast. Da hörst du Alette in einiger Entfernung schreien. Und dann nichts mehr. Du kämpfst dich durch das Unterholz. Auf einer kleinen Lichtung sitzt Alette mit dem Rücken an einem Baum. Ihre Hände und Kleider sind blutig. Sie starrt abwesend vor sich hin, ohne zu blinzeln. Neben ihr liegt Ornefs Leiche. Mit einem Pfeil im rechten Auge. Wohl von Hand dort versenkt. Sie sieht in deine Richtung und dann zu Ornef. Ich habe ihn getötet, sagt sie. Alette, bist du in Ordnung? Du zuckst ebenso vor Schmerz zusammen wie bei Alettes Anblick nach ihrem blutigen Kampf gegen Ornef. Nein, ich bin nicht verletzt. Ich hatte keine Wahl. Vater, deine Brust, du blutest. Plötzlich ist sie an deiner Seite und übt Druck auf die Wunde aus. Ich krieg das hin. Wo ist meine Nadel? Ottlef, irgendjemand. Iva, ich hab sie gefunden. Du siehst nach Avent, Iva und Alette über dir stehen, dann wird alles schwarz. Wird er es schaffen? Du öffnest die Augen, als du Alettes Stimme hörst. Normalerweise bei so einer Wunde, ich hoffe bloß, dass ich genug tun konnte. Ich werde es überleben. Vater! Alette hält sich davon ab, dir um die bandagierte Brust zu fallen und zieht stattdessen deinen Kopf an sich. Das Sprechen fällt dir leichter, als du dachtest. Ottlef... Wir hatten Glück, dass Avent hier war. Sie wird es überstehen, obwohl sie eine schlimme Wunde hat. Wir haben die meisten dieser verräterischen Hundesöhne getötet. Der Rest ist in die Wälder geflüchtet. Ich konnte eine Menge Leute nicht retten. Du hast getan, was du konntest, Avent. Niemand erwartet, dass du Tote auferstehen lässt.
Avent legt sich eine Hand auf die gerunzelte Stirn. Warum hat Onef das getan, Rogue? Er hat mit dir gesprochen, direkt bevor es passiert ist. Ach, er hat es die ganze Zeit vor. Ich glaube, so viel ist klar. Eckel hat selbst ein gutes halbes Dutzend von Onefs Männern getötet. Er hat mir gesagt, dass Frostwell die ganze Zeit von Onef regiert wurde. Onef hat Frostwell verlassen, als sich eine bessere Gelegenheit zu bieten schien. Er und Eckel sind wohl keine Verbündeten mehr. Eckel war immer nur der bellende Hund, den man im Hof hat, um herauszufinden, wer die Feinde sind. Es war kein Zufall, dass Onef es auf diejenigen aus Skokra abgesehen hatte. Er muss gedacht haben, dass er sich ohne uns einfach das Banner schnappen könnte und der Rest würde ihm folgen. Oder dass sie schlimmstenfalls die Vorräte nehmen und die anderen als Wiederköder dalassen würden. Wir müssen vorsichtiger sein, wir können nicht mehr einfach jene in die Karawane aufnehmen. Wir müssen vorsichtiger sein, ja. Okay, wo willst du die Grenze ziehen, einfach? Ich weiß es nicht, Brock, wirklich nicht. Aber das ändert nichts daran, dass wir von Brüller verfolgt werden. Der Sumpf um Siegerholm könnte einen Vorsprung für uns bedeuten, aber wir müssen weiter. Jede Faser deines Körpers schmerzt, aber Ivar hat recht. Die Straße ruft. Die Karawane bricht bereits das Lager ab. Oh Mann. Jetzt nur auch wieder 4 Tage. Was soll der Scheiß? Was macht die Verletzung? Du merkst, wie Ortlef zusammenzuckt, als sie sich erhebt, um dich zu begrüßen. Der geht es schon viel besser. Als ich sah, wie es passierte, war ich sicher... Ach, ich bin wirklich froh, dass du... Hättest du mich vermisst, Rogue? Sie lächelt. Ohne Ainwin wäre das alles gewesen, was du hättest tun können. Also musst du mich noch etwas länger ertragen. Es tut aber noch weh, das würdest du nicht glauben. Oh, vielleicht doch. Ich habe gehört, du hattest auch mal eine Stichwunde. Ich schätze, es hätte schlimmer ausgehen können. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich bin manchmal einsam, seit mein Mann tot ist, als wäre ich allein, obwohl ich von so vielen Leuten umgeben bin. Nicht, dass ich nicht genügend Sorgen hätte. Ich bin froh, dass Alette um mich ist. Und du, Rogue. Okay, was hältst du von der Karawane? Du meinst, ob wir anfangen sollen, Leute rauszuwerfen? Schwierige Frage. Normalerweise wäre ich die Erste, die dich für so einen Vorschlag streng angucken würde. Andererseits habe ich ein Schwert in den Rücken gekriegt. Ortlef denkt nach, dann seufzt sie. Schick niemanden weg. Aber pass gut auf Valette auf. Du überlegst, was du sagen sollst. Ich lass dich etwas ausruhen. Gut, danke. Ich nehme dich beim Wort. Weißt du, du kannst mir gerne Gesellschaft leisten. Wenn ich etwas wacher bin, ich meine, wir reden später. Aha. Weißt du, so viel sie steht auf Rogue? Okay, und jetzt mit Eckel danken sollten wir ihn zumindest. Sieh an. Wer da immer noch nicht tot ist, wie läuft es denn, Rogue? Ich weiß nie, was du denkst, Eckel. Wie ich höre, hast du geholfen, die Verräter zurückzuschlagen, als Onef uns angegriffen hat. Seitdem frage ich mich, was hattest du davon? Ich bin nicht schwer zu verstehen. Warum fragst du mich nicht einfach? Okay, warum hast du uns nicht vor Onef gewarnt? Ach, habe ich das nicht? Wie oft hätte ich ihn denn als Verräter bezeichnen müssen, bis du verstanden hättest? Was hätte ich sagen sollen? Vorsicht, ohne für deine ganze Familie umbringen? In die Details hat er mich nicht eingeweiht. So war er schon immer. Es hätte mich nicht mal gewundert, wenn er versucht hätte, dich dazu zu kriegen, mich zu töten. Aber das muss ich nicht wissen, also behalte es für dich. Warum bist du bei ihm geblieben? Ich weiß es nicht, Rogue. Für die Familie macht man komische Sachen. Weißt du, was am schlimmsten ist? Seit er meine Schwester geheiratet hat, sind wir verwandt. Sie ist eines Tages an einem Fieber gestorben. Nein, ist sie nicht. Sie war nicht krank. Er hat sie umgebracht. Ich weiß nicht, warum er das getan hat. Womöglich war ihm einfach danach. Ich war so wütend, ich war so zornig, dass ich... Er sollte betteln. Ich hätte ihn ohne Federlesens töten können, aber das hätte nicht gereicht. Ihm sollte schlecht sein, deswegen. Er sollte sich die Gedärme rauskotzen. Und irgendwie wurde das so im Laufe der Zeit... Es war ihm immer egal und ich gab auf und tat, was er wollte. Ich weiß nicht, wie das geschehen ist. Aber als ich euch in Frostwell angegriffen habe, lasst mich einfach sagen, dass das nicht meine Idee war. Okay, du kannst gerne mit uns kommen. Ich hatte auch keine anderen Pläne. Du lässt mich also einfach mit meiner eigenen Axt rumlaufen und so weiter?
Das heißt nicht, dass ich dich nicht im Auge habe. Das kann ich akzeptieren, du bist ein guter Mann. Du überlegst, was du sagst. Okay, ich muss los. Und ich muss mal pissen. Du bist nicht der einzige beschäftigte Mann, weißt du? Du schüttest den Kopf, als Eckel sich vom Lager entfernt. Ja, man kann von Eckel sagen, was man will. Irgendwie ist er einfach nur eigenartig. Okay, nur Vorräte für 4 Tage und wahrscheinlich nirgendwo ein Markt in der Nähe. Das wird lustig. Na los, versuchen wir unser Bestes. Oh, da ist eine Siedlung. Schnell, Leute, schneller. Ach, Mann. Unterwegs hört ihr das Lied einer Mutter. Sie singt beruhigend und unterhaltsam über ihre Reise. Als sie geendet hat, hebt ein Mann zu einem Gedicht an. Die Frau antwortet mit einem anderen Gedicht und bald hört die ganze Karawane ihrem Wettbewerb zu. Mit einem eigenen Gedicht beteiligen, na los. Die Karawane ist perplex, als du plötzlich ein eigenes Gedicht zum Besten gibst. Du imitierst beide Kontrahenten und fügst ihren Geschichten eigene Wendungen hinzu. Dann endest du mit einem Scherz auf deinen eigenen Kosten und alles bricht in wilden Applaus aus. Also, wenn die Moral ist gestiegen. Die Dörfler wissen nicht, welche Zerstörung ihnen bevorsteht. Wir haben nur ein paar dunkle Gestalten in der Ferne gesehen, sagen sie dir. Abgesehen von ein paar Familien mit kleinen Kindern zögern sie, ihre Sachen zu packen und sich euch anzuschließen. Oh gut, ein Markt. Ein Königreich für einen Markt. So. Und weiter geht's. Jetzt müsstet ihr auch langsam mal Börsgard kommen oder wieder der Ort heißt, wo wir hinwollen. Die Karawane besteht jetzt aus mehr Clanmitgliedern, als du je erwartet hättest. Immer häufiger hörst du Beschuldigungen, es seien Hühner gestohlen worden oder Erbstücke oder die Tugend von Töchtern. Auch die Kämpfer beschweren sich, dass sie allmählich nicht mehr jeden beschützen können. Versuchen die größten Probleme zu beheben. Die Tiere werden jetzt gleichmäßig in der ganzen Karawane verteilt, sagst du, und alle rücken dichter zusammen, damit die Kämpfer uns noch bewachen können. Es fällt den Leuten nicht leicht, deinen Bestimmungen nachzukommen, aber die Anzahl der Beschwerden wird geringer. Da wissen sie etwas. Voraus erspäht ihr eine ganze Anzahl von Bauern, die von Banditen umringt sind. Einer der Bewaffneten blickt über die Schulter und sagt, Götter verdammt, das hat mir gerade noch gefehlt. Hört zu. Ihr mischt euch nicht ein und dafür ist einer dieser Vorratswagen euer. Die Bauern sagen zwar nichts, aber ihre Blicke flehen euch an. Weg von den Leuten, sonst sterbt ihr. Okay, Misa schaut jetzt meiner Übertragung zu. Schaut jetzt in meinem Spiel zu, na super. Der Mann dreht sich dir vollständig zu und schüttelt den Kopf. Ich habe schon befürchtet, dass ihr solche seid, sagt er nur, ehe die Banditen sich auf euch stürzen. Na gut, Alette ist jetzt eh erstmal weg. Na gut, das können sie jetzt ab. So. Obwohl. Da kommt Krummre hin. Da kommen jetzt die Brüderchen hin. Und dann. Ja, ich bin da jetzt ein bisschen unschlüssig. So. Ingvar. Ja, jetzt sag ich selber schon Ingvar. Ivar, kümmere dich um die Typen.
Schlag zu. Okay, Kumpel, du hast jetzt Probleme. Ja, Teamwork ist alles. Ich merke schon, ich mache hier schon zu lange Aufnahme. Ich werde schon von Freunden angefangen. Na warte, einen alten Mann schießt man nicht ins Kreuz. Also wirklich. So, jetzt ist noch einer da. Da war es keiner mehr. Die Banditen sind wieder tot oder geflohen und die Bauern danken euch überschwänglich. Es ist wahr, was er gesagt hat, meint einer zu dir. Wir haben das Essen genommen und sind gegangen. Mögen die Götter mir gnädig sein, ich hätte sie sterben lassen. Zögert, reihen sie sich in die Karawane ein. Aber ich sollte jetzt doch langsam aufhören. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.